Guten Morgen und herzlich willkommen. Es ist Dienstag, der 5. November. Ich begrüße euch ganz herzlich in den Live-Trading-Räumen der European Trading Academy zu unserem Marktkommentar. Der S&P feierte gestern neues All-Time-High. Nicht ganz überraschend. Wir haben ihn ja seit ein paar Wochen schon auf der Long-Seite gesehen, eigentlich über den ganzen Oktober hinweg. Die Bewegung hat sich im Prinzip ja angedeutet. Und haben einfach einen sauberen Aufwärtstrend mit steigenden Hochs und steigenden Tiefs. Hier gab es mal eine kleine Unterbrechung, aber insgesamt, wie gesagt, ist der Trend aufwärts gerichtet im S&P. Und viele fragen sich, soll ich jetzt noch einsteigen? Wie sieht es aus? Oder wo soll ich entsprechend einsteigen? Vor allem erstmal in die laufende Bewegung hier reinzukommen, würde sich im Moment erstmal nur ein Rücksetzer auf das letzte Hoch anbieten. Dazu gehört immer ein bisschen Geduld, darauf zu warten, dass das hier auch tatsächlich passiert. Aber meistens kommt der dann gerade dann, wenn man sozusagen gar nicht mehr mit rechnet, wenn man denkt, nee, man muss jetzt hier unbedingt rein. Wir wollen uns heute aber mit dem Marktkommentar, im Marktkommentar auch mit einer zweiten Frage beschäftigen. Und das sehen wir eigentlich schön, wenn wir uns den Daily Chart hier anschauen im S&P. Also wir haben hier im Daily Chart hier das Hoch 2018, das Oktoberhoch 2018 gemacht. Ja, dann gab es hier, das war nur marginal, also das hat kein wirklich neues Top gemacht. Aber wir haben hier mehrere große Tops gesehen. Und was ein bisschen auffällig ist, dass wir uns eigentlich nie so richtig lösen konnten. Das heißt, wir sehen hier oben so eine kleine Trendlinie, die wir hier auch ein bisschen rüberziehen könnten, dass wir zwar neue Hochs gemacht haben, aber der Markt immer entsprechend nach unten gekommen ist. Und wir wissen, dass die Euphorie auf der einen Seite oder dass die Börse auf der einen Seite schwankt zwischen Euphorie und Panik, aber auf der anderen Seite, wenn man das etwas größere Bild entsprechend betrachtet, und genau das wollen wir jetzt mal eben entsprechend tun. Das heißt, wenn wir das etwas größere Bild betrachten, dann sind natürlich auch fundamentale Daten wichtig, wie zum Beispiel die Earnings. Ich habe euch hier mal einen Chart, den ich euch hier präsentiere, sind die seit 1870 im Prinzip die Entwicklung der Earnings mit einer sogenannten Regressionsgrade gemacht. Das heißt, wie verlaufen hier die Earnings und wie verläuft der S&P? Und wir sehen eigentlich hier ganz schön, wir haben hier tendenziell schwankt er natürlich. Das heißt, es ist nicht 1:1 zu setzen. Mal ist die Earnings-Entwicklung in der Regression weitergeführt ganz gut. Der S&P geht runter, aber er schwankt eben hier drum. Und wir sehen im Moment, dass wir hier relativ weit, historisch sogar sehr, sehr weit, uns davon entfernt haben, von dieser Regressionsgraden. Das heißt, was will ich mit dieser Grafik erstmal nur sagen? Ich will mit dieser Grafik vor allem sagen, es gibt einen Zusammenhang langfristig zwischen den Earnings im S&P und der Entwicklung des Marktes. Und wir haben im Moment eigentlich eine relativ hohe Bewertung. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, ich habe hier in dieser Excel-Tabelle mal zusammengefasst, hier die as reported earnings, das heißt also Stand der Earnings so weit wie berichtet, weil wir haben noch nicht alle. Wir haben, das werden wir gleich sehen, wir haben so ungefähr 339 Ergebnisse drin. Es wechselt jetzt natürlich jeden Tag. Das heißt, es kommen weitere Ergebnisse im dritten Quartal hier rein. Und was wir sehen ist, wenn wir uns das Earning Peak mal anschauen, also wenn wir hier sehen, Q1 2019 hatten wir hier 35,02 im Earning Peak dieses Jahr, dann im Q2 eine kleine Rückentwicklung und im Q3 jetzt hier wieder eine Aufwärtsentwicklung. Das Ganze klingt natürlich erstmal positiv und so hat es der Markt auch interpretiert. Aber, und das ist wichtig, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter zurückschauen, dann sehen wir eigentlich, dass wir das Top in den Earnings im Q3 2018 gemacht haben. Und dann seitdem stecken wir quasi in so einer Art Earnings Recession drin, nämlich, wenn wir uns das mal anschauen, dieses Top hier, das ist tatsächlich 28,96, dann ging es wieder nach oben, 35,02, dann wieder leicht nach unten, 34,93, 35,51. Das heißt, dieses Top steht jetzt hier alleine da und die letzten Quartale haben im S&P tatsächlich kein Earnings
Zuwachs gebracht. Und das nochmal Q3 2018. Wir gehen nochmal auf den Chart Q3 2018. Ich markiere uns das Ganze nochmal. Hier Q3 2018, Earnings Star-Rekord quasi. Und seitdem haben sich die Earnings im Prinzip so entwickelt. Das heißt, da ist nicht mehr wirklich viel passiert. Und das ist ganz interessant aus verschiedenen Gründen. Wenn wir nämlich mal in der Vergangenheit gucken, dann hatten wir eigentlich relativ schnell immer Erholungen bei den Earnings. Klar, es gab auch mal Rückgänge in den einzelnen Quartalen. Das sehen wir hier vorher auch. Aber tendenziell ging es hier eigentlich immer weiter nach oben mit den Earnings. Und ich können wir mal gerade Earnings per Share, Quarterly Data. Na, jetzt habe ich die Tabelle nicht so schnell, aber wir haben die uns ja hier auch entsprechend ausgedruckt. Also wir sehen hier im Prinzip definitiv immer steigende Earnings. Und das ist jetzt hier seit zwei, drei Quartalen ja ein bisschen zum Stillstand gekommen. Jetzt fragt sich der eine oder andere, naja, warum flippt denn dann der S&P so aus? Also warum haben wir denn dann hier neue All-Time Highs, wenn es in den Earnings gar nicht nach oben geht? Und da ist das erste Erklärungsmuster, zu dem man immer mal kommen kann, kann man sagen, naja, schaut euch mal an hier, 339 reported, davon haben 255, also 75% der Unternehmen das Ergebnis geschlagen. Jetzt muss man dazu wissen, dass das nicht ganz so schwierig ist, sein Ergebnis zu schlagen. Ich zeige euch das mal hier in der Tabelle. Und zwar, wenn ihr euch das mal anschaut, hier Beat, ja, dann sehen wir hier, dass wir eigentlich immer, wir können hier in der Geschichte zurückgehen, also bis 2013 sind hier mal die Daten da und im Average werden 70% der Ergebnisse geschlagen. Das heißt, generell funktioniert das so, die Ergebnisse werden vorsichtig geschätzt, dann kommen sie rein, bam, und werden geschlagen. Und es ist also, dass wir viele Earnings miss haben, ist eigentlich eher so die Ausnahme. Ja? Von daher liegen wir hier ganz in dem Normalen, das ist nichts Außergewöhnliches. Klar ist es vielleicht ein bisschen mehr als der Durchschnitt im Beat, deswegen geht das hier auch auf die positive Stimmung, aber generell sind die Earnings jetzt hier nicht so überragend. Ja, das sehen wir eben nochmal, wenn wir das hier vergleichen. Und dann müssen wir eben uns angucken, wo befinden wir uns mit den Earnings. Und man kann ein sogenanntes 10-Jahres gewichtetes Price-Earning-Verhältnis machen. Das heißt, man nimmt die Ergebnisse der letzten 10 Jahre von den Firmen, macht dort ein Trailing-gewichtetes, also ein nach Quartalen gewichtetes Ergebnis und setzt das ins Verhältnis zum Preis vom S&P und dann kann man eben gucken, in den letzten 100 Jahren ist das Ergebnis eher im oberen Ende. Wir haben hier fünf sogenannte, wir haben hier mehrere Perzentile, also abgebildet und sind wir eher im oberen Ende oder im unteren Ende und wir sehen hier, dass wir hier letztendlich im oberen Ende sind, über dem 2007er Peak, unter dem 2029er Peak, das heißt, da sind wir etwas günstiger und auch unter dem, was die Dotcom-Blase gemacht hat. Und das ist jetzt eben auch wichtig zu wissen, wenn wir traden, ja, wir sind sehr, sehr teuer, aber wir traden eben und wir müssen eben sehen hier, klar, 2000, im Jahr 2000 in dieser Tech-Bubble-Peak haben wir noch höhere Price-Earnings gesehen und wir haben auch ja, in der Geschichte schon mal hier höher gesehen. Das heißt, es kann durchaus bei den Earnings sein, dass der Aktienmarkt hier weiter rennt. Dennoch muss uns klar sein, wir sind relativ teuer. Und wenn wir uns nach dem Zustandekommen dieser Ergebnisse fragen, dann müssen wir einfach Folgendes sagen. Wir hatten damals eine Steuersenkung von Trump mit der Idee, die Firmen kriegen relativ viel Cash durch diese Steuersenkung und die sollen ihr ganzes schönes Cash, was sie haben, investieren. Investieren in die amerikanische Wirtschaft, ja, make America great again. Und nun, das Cash haben die Firmen bekommen, investiert haben sie es auch, aber nicht in die Wirtschaft, sondern in die eigenen Aktien. Das heißt, das, was in den letzten Jahren hier ablief, das kann man hier ganz gut sehen, nach der Trump-Wahl, das ist hier dieser letzte Bereich, ist ein unglaubliches
Stocks Buyback Programm. Das heißt, dass die amerikanischen Firmen, insbesondere die großen Firmen, ihre eigenen Aktien massiv zurückgekauft haben und dementsprechend natürlich, wenn man eigene Aktien zurückkauft, die Nachfrage nach den Aktien steigt, der Kurs eben entsprechend steigt und somit dann auch ja, der gesamte Index dann auch steigt. Und das konnten wir hier extrem sehen. Gerade in 2018 haben wir hier neuen Rekord gesehen an diesen Buybacks, was den Aktienmarkt definitiv gestützt hat und nach oben gebracht hat. Und auch wenn wir das hier, wir haben das leider nur bis zum Quartal, bis zum ersten bzw. zweiten Quartal 2019, hier ist nur das erste drauf, aber ich habe noch die Daten vom zweiten. Wir haben hier zwar einen Rückgang zu 2018, aber immer noch, das sehen wir immer noch auf einem relativ hohen Niveau, wenn wir es geschichtlich betrachten. Und wir haben ja noch das dritte und das vierte Quartal, das heißt, wir haben auch eine Chance in 2019 hier das Ganze noch zu toppen. Was ist allerdings der Effekt, wenn ich die eigenen Aktien zurückkaufe? Und das ist relativ interessant, das zu verstehen. Wenn die Unternehmensergebnisse betrachtet werden, ja, dann haben wir hier Earnings per Share, das heißt also das Ergebnis pro Aktie. Und wenn ich jetzt eine Firma habe und ich habe 100 Euro verdient und habe 100 Aktien ausstehend, ja, dann habe ich 100 durch 100 geteilt und dann ist das Ergebnis Earnings per Share eben einen Euro pro Aktie. Wenn ich jetzt aber die Hälfte der Aktien zurückkaufe, also im Prinzip, ich habe nur noch 50 Aktien ausstehen, weil ich 50 zurückgekauft habe, habe aber das gleiche Ergebnis verdient, also wiederum 100 Euro, dann habe ich ja jetzt pro Aktie nicht mehr 1 Euro verdient, sondern 2. Das heißt, ich kriege hier plötzlich eine künstliche Steigerung des Earnings per Shares raus, daraus, weil ich einfach die Anzahl der Aktien reduziert habe durch Buyback-Programme. Und wenn wir jetzt mal unter diesem Blick das hier nochmal anschauen und wir wissen eben, wir hatten hier Rekordzuwächse 2018 und 2019 auch noch hohe Niveaus, dann erscheint dieses Ergebnis umso zweifelhafter, weil dann sehen wir nämlich hier, wir sind eigentlich nicht nur gleich geblieben, sondern wir sind ein bisschen zurückgegangen in den Earnings oder deutlich zurückgegangen. Wir sind eigentlich in einer Earnings Recession. Die Earnings gehen seit 3 Quartalen zurück. Wenn wir es nicht per Share messen, sondern insgesamt schauen, sondern eben durch diesen Effekt der Buybacks ist letztendlich einfach das Ergebnis, die Kosmetik des Ergebnisses gut gewesen. Ja? Und das ist ein entscheidender Punkt, wenn wir uns den S&P angucken und wenn wir uns die Frage stellen wollen, wie geht es denn jetzt hier oben weiter? Wir merken hier also auf der einen Seite, wir sind vom Ergebnis her geschichtlich gesehen extrem teuer, also teurer als viele haben das ja vergessen, weil sie vielleicht noch gar nicht so lange dabei waren. Aber teurer, seht ihr, wenn wir hier in der Geschichte hier zurückgehen, teurer als damals. Also Earnings per Shares sind wir viel, viel teurer. Damals war es teuer, aber jetzt sind wir viel, viel teurer. Nur 1929 und das Jahr 2000 waren hier in den Extremen ähnlich. Und wir müssen auch bedenken, wenn wir so auf den normalen historischen Durchschnitt zurückfallen sollten, dann würde das im S&P im Moment so eine Bewegung von fast 1000 Punkten bedeuten nach unten. Das einfach, um mal zu verstehen, wie viel teurer wir sind. Also wenn der S&P hier unten stehen würde, wir sind ja 3100, 2100, wenn wir hier unten stehen würden, dann würden wir so bei aktuellen Ergebnissen auf ein normales Level zurückfallen und uns dem annähern. Also es ist schon brutal. Jetzt bitte nicht den Schluss rausziehen, der S&P muss diese 1000 Punkte fallen, weil wie gesagt, der Markt lebt von Angebot und Nachfrage und solange die Börsianer das einfach geil finden, dass entsprechend, beziehungsweise solange auch genug Geld da ist, um die eigenen Aktien zurückzukaufen, passiert das Ganze und Earning Buybacks sind natürlich kursstabilisierende Faktoren. Was wir noch als kursstabilisierende Faktoren haben, ja, das ist letztendlich die Federal Reserve. Die war ja seit 2014 mit ihrer Bilanz neutral gewesen, hat dann sogar in 2018 sozusagen begonnen, ihre Bilanz zu verkleinern und sagt ja auch, sie macht kein QE4. Komischerweise hat sie ihre Bilanz in den letzten Wochen und Monaten, das sehen wir hier, massiv ausgeweitet. Das begann im Prinzip im September mit der Repo-Aktion, als plötzlich der Geldmarkt austrocknete und sie seitdem 75 Milliarden im Oktober pro Tag
in den Geldmarkt reingeschleust hat. Und Sie seht eben, die Federal Reserve weitet ihre Assets aus. Und schaut nochmal an, 2013, 14, 15, Ausweitung der Bilanz. Ja, und jetzt gehen wir hier nochmal in unseren Chart eben hinein. Ja, Federal Reserve 13, 14, 15, Ausweitung der Bilanz. Dann ist sie im Prinzip neutral geblieben. Hier, das war die Steuererhöhung von Trump und Buyback. Ja, dann hat sie sogar begonnen, in 2018 ihre Bilanz runterzufahren. Aktienmarkt kam runter und jetzt ist sie wieder dabei. Das heißt, wir haben wieder den unterstützenden Faktor, dass die Fed hier wieder in den Power-Modus geht und Geld in den Markt hineinpumpt ohne Ende. Also das ist eben hier auch nochmal ein Faktor, der entsprechend hinzukommt. Ja. So. Wenn wir uns jetzt den S&P eben angucken, dann haben wir eben den Faktor Nummer 1. Die Fed ist umgeschaltet, nicht nur mit Zinssenkungen, sondern sie gibt im Prinzip auch wieder Liquidität rein. Und wir haben diese Buybacks und wir sehen hier eben Buybacks. Man kann das sozusagen zerlegen im S&P, die Dividenden-Yield, und dann kann man noch sagen Buyback-Yield sozusagen. Und da sehen wir, dass das extrem hoch ist, hier 3,25. Das heißt, das führt also höher auch als die Dividenden-Yield. Das ist ein extremer Faktor, der hier eben mit dazu beiträgt, dass die Kurse so lange und so stark gestiegen sind. Jetzt, wie bewerten wir das Ganze? Also, wir haben uns am Anfang ja die Frage gestellt, wo befindet sich der Aktienmarkt? Sind wir teuer oder sind wir billig? Wir sind definitiv teuer. Das ist definitiv Fakt Nummer 1. Aber solange Buyback-Programme anhalten, die Fed entsprechend unterstützend wirkt oder so, haben wir Faktoren, die diese Rallye, die hier läuft, untermauern. Das heißt, sollte im Hintergrund betrachtet werden. Wir werden nicht ewig Stocks-Buybacks haben und es ist langfristig sicherlich nicht günstig, wenn das Geld in die Aktien gesteckt wird, anstatt in, wie es eigentlich gedacht war, in die Wirtschaft, indem man Investitionen tätigt, um die Wirtschaft stark für die Zukunft zu machen. Aber das sind langfristige Argumente. Kurzfristig gesehen ist der Markt hier erstmal noch weiter im Aufwärtstrend. Und da sind wir auch da, wovon wir jetzt wieder in unserem kurzfristigen Marktkommentar von sprechen. Also Trend ist noch intakt. Technische Reaktionen, das muss ich definitiv dazu sagen, technische Reaktionen vom aktuellen Level sind nicht nur wahrscheinlich, sondern auch zu erwarten. Ja? Nach solchen Bewegungen haben wir häufig technische Reaktionen nach unten. Das heißt, wenn wir jetzt unseren Marktkommentar für diese Woche machen, ich denke, wir werden diese Woche diesen Level hier, den Ausbruchslevel, nochmal rücktesten in einer technischen Reaktion. Das halte ich für wahrscheinlich. Aber im Moment ist der Trend aufwärts und solange wir keinen fallenden Hochs und Tiefs auf den Zeitebenen haben, bleibt er eben auch aufwärts gerichtet. Wenn ihr mich allerdings fragt, würde ich im Moment langfristig Aktien kaufen? Definitiv nein. Da würde ich mir das Cash bereithalten, wenn der Markt dann mal wieder in eine deutliche Korrektur geht. Das kommt, aber im Moment ist es eben noch nicht der Fall. Okay, also wir fassen mal diesen Marktkommentar heute zusammen. Wir haben uns im Moment heute einfach fast nur auf den S&P konzentriert. Ich sage noch gleich 3-4 Worte zum DAX und Euro. Aber S&P ist in einem Aufwärtstrend. Dieser Aufwärtstrend ist getragen von sehr viel Optimismus, aber es gibt treibende Faktoren. Die treibenden Faktoren sind nicht die Earnings. Die Earnings sind nicht besser, sondern wir haben eine Earnings Recession seit 3 Quartalen. Das heißt, da haben wir tatsächlich keine deutliche Verbesserung drin. Aber wir haben treibende Faktoren. Die Fed ist umgestellt, weitet ihre Bilanz gerade wieder auf. Und wir haben ein Buyback-Programm von einzelnen Firmen im S&P oder von S&P-Firmen, die ihre eigenen Stocks zurückkaufen. Das führt einerseits zu einer Ergebniskosmetik, das heißt, dass die Ergebnisse besser erscheinen, als sie tatsächlich sind. Und das führt auf der anderen Seite natürlich zu einer künstlichen Nachfrage, sodass hier die Kurse steigen. Das ist natürlich ein Sonderfaktor, das muss man ganz klar sagen. Und dieser Sonderfaktor ist temporär. Das heißt, er wird nicht den Markt weiter unendlich lange stützen. Von daher in der langfristigen Bewertung im S&P habe ich hier ein bisschen Bauchschmerzen. In der kurzfristigen Bewertung ist der Trend aber vollkommen intakt. Da erwarte ich nur eine technische Reaktion. So, das zum S&P. Wie sieht es jetzt aus mit den anderen Märkten? Die machen wir heute im Schnelldurchlauf. Gehen wir mal rüber zum DAX.
DAX natürlich mit dem S&P Hand in Hand, Trend ist hier aufwärts. Wir sehen hier seit gestern Abend eine kleine Konsolidierung. Im Idealfall wird das eine ABC-Konsolidierung. Unser Kurs hier liegt weiter bei 13.200. Das als Kursziel für diese Bewegung hier. Wir wollen auch hier im Moment nicht davon sprechen, dass wir irgendwie einen Abwärtstrend hier haben oder sehen, weil der einfach nicht da ist oder auch vermuten, sondern lediglich technische Reaktionen nach unten, die dann aber Einstiegsgelegenheiten bieten. Im DAX allerdings, das seht ihr auch hier, der Ausbruch über der 13.000, das wäre erst das nächste Kauflevel. Den nächsten Kauflevel, wie im S&P, liegen etwas deutlicher zurück. Euro. Euro hat gestern nicht geschafft, seinen Aufwärtstrend fortzusetzen, hat hier ein bisschen korrigiert, aber ist weiterhin eigentlich trendmäßig, hatte ich hier mit der ersten Aufwärtsbewegung einen Startschuss gesetzt. Seitdem ist er nicht wieder deutlich abwärts und für uns ist es immer noch so, wir erwarten eine zweite Aufwärtsbewegung Richtung 1,13 bis 1,14 hier im Euro. Und letzter Markt ist der Bund. Man sieht das schön, gestern haben wir den auch wieder short getradet, war auch entsprechend erfolgreich hier. Der Markt ist hier in der Abwärtsbewegung, hat hier neue Lows angegriffen. Das war zu erwarten. Er kommt jetzt aber im Daily-Bereich, kommt er hier auf Zonen rein, die definitiv Unterstützungszonen sind. Ich sehe ihn hier noch ein bisschen tiefer, ich sehe ihn Richtung 170 gehen. Dann allerdings müssen wir ein bisschen vorsichtiger werden mit Short-Spekulationen, weil A, hier die dicke Unterstützung ist, B, ist dann die letzte Aufwärtsbewegung fast vollständig korrigiert und C, haben wir dann häufig so eine ABC-Bewegung hier erstmal komplett und sind dann sozusagen auch in der Zielzone von der ABC-Bewegung. Denn die Zielzone in der ABC-Bewegung können wir hier im Verhältnis von A und C bestimmen. Wir werden uns da in den nächsten Marktkommentaren etwas ausführlicher drum bemühen. Ich sage erstmal Dankeschön für heute und wünsche euch einen angenehmen Trading-Tag, eine schöne Trading-Woche. Bis morgen. Bye bye, euer Björn.